Am Mikrofon begrüßt ihr heute Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Buschi. Auch von mir hallo, hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den HSV. Borussia Dortmund spielt heute gegen Hamburg. Und da haben wir die Mannschaft mit der besten Defensive gegen das Team mit den wenigsten Toren. Das sollte ja eindeutig sein, zumindest auf dem Papier. Es gibt nicht so viele Mannschaften, die so extrem über das Pressing kommen wie sie. Nee, da brauchst du auch einfach die Spieler für. Da brauchst du Laufbereitschaft, du brauchst die Spielintelligenz. Das ist nicht einfach, die Räume so perfekt zuzustellen, wie sie das machen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Borussia Dortmund will heute an die Leistung anknüpfen, die im letzten Spiel zum Auswärtspunkt geführt hat, als man auf den 1. FC Köln traf. Dieses 1:1 war durchaus unterhaltsam. Heute sehe ich sie noch einen Ticken stärker und glaube, dass sie gewinnen werden. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Die Partie beginnt, der BVB mit dem Anstoß. Jetzt vielleicht der BVB. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Kagawa. Ecke für den BVB. Szene ist noch nicht vorbei. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Sakai. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke jetzt. Beide gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Klasse Pass. Gefährlich. Ganz spannende Szene. Jetzt der Schuss. Ah, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance.
André Hahn. Aaron Hunt. Klasse Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor! Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Man hatte sie im Vorfeld schon stärker eingeschätzt. Und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen und folgerichtete Treffer. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Aaron Hunt. Sakai. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ballverlust. Kommt jetzt die Flanke? Nikolai Müller. Und das ist der Ballverlust. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Fängt diesen Ball ab. Da kommt die Flanke. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar, war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. André Hahn. Shinji Kagawa jetzt. Jetzt vielleicht der BVB. Schürrle. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Jetzt die Ecke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Von ihm kommt definitiv zu wenig. So wenig Ballkontakte hat er selten. Da muss mehr kommen. Das könnte gefährlich werden. Aaron Hunt. Schwache Aktion, Ballverlust. Kagawa. Super dazwischen gegangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Flanke bleibt hängen. Jetzt die Chance für den HSV. Es gibt Eckball. Jetzt kommt und jetzt die Chance. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Nächste Chance, noch eine Ecke. Jetzt der Eckball. Da können sie erstmal klären.
Batshuayi. Gute Aktion jetzt. Pulisic. Ecke für Borussia Dortmund. Der Ball kommt rein. Sokratis. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Unentschieden hier. Und bei den Gästen leider auch wieder zu sehen, dass sie offensiv relativ harmlos sind. Aber wenn wir ehrlich sind, war ja fast damit zu rechnen, dass es nicht allzu viele Tore gibt. Und jetzt geht's hier weiter. Sakai. Das könnte eine Gelegenheit werden. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Michy Batshuayi. Douglas Santos. Sakai. Kostic. Wird das eine Torchance? Douglas Santos. Ganz geduldig machen Sie das hier, lassen den Ball schön laufen. Philipp Kostic. Kurze Flanke jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke für den HSV. So, Ecke kommt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Gute Chance. Wichtig. Er holt den Ball. Hier das nächste Spiel der Gastgeber in der Bundesliga. Philipp Kostic. Jetzt die Möglichkeit. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Gutes Pressing jetzt. Und Schein. Kagawa. Wird's jetzt gefährlich? Schöne Aktion. Jetzt vielleicht. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Führung damit für den BVB. Nikolai Müller. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kostic. Das könnte die Chance werden. Gute Aktion. Nun Schürrle. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Da zieht er ab. Es gibt die Ecke für Dortmund. Jetzt nimmt er den Wechsel vor.